Wir haben direkt da am Schiff wunderbare Überraschungshäppchen gezaubert, und zwar da am Wolfgangsee. Und wie unsere Gäste reagiert haben, das schaut sich am besten gleich an. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Wir sind heute da am Wolfgangsee und kochen heute am Schiff, nämlich für die Passagiere. Eine richtig lässige Geschichte. Sind jetzt vorher aber noch da beim Seegut Eisel, wo wir uns noch einen Schafsfrischkäse holen. Da läuft natürlich alles sehr nachhaltig ab. Und das Auto ist angesteckt, aber ich gehe jetzt vorher noch mal schauen, was die Schafe so machen. Hallo, grüß dich. Jetzt habe ich dich gefunden, mit den Schaferl. Markus, grüß dich. Das freut mich, dass du da bist. Ich habe mir erlaubt, dass ich mein Auto anstecke bei dir. Ja? Das passt, oder? Weil ich habe gesehen, ihr habt unglaublich viel Photovoltaik, Ladestationen, also das ganze Programm. Also Nachhaltigkeit ist bei euch definitiv ein Thema, oder? Ja, ist ein sehr großes Thema. Wir bewirtschaften ja da einen Betrieb, der seit 1490 von der Familie Eisel bewirtschaftet wird. Das heißt, die Vorgenerationen, die haben ordentlich nachhaltig gearbeitet. Und ja, das ist für uns ein Vorbild. Und wir wollen das auch so halten, dass auch die nächsten Generationen wieder gut arbeiten können. Und da ist Energie für uns ein großes Thema, da ist Mobilität für uns auch ein großes Thema. Und aus diesem Grund haben wir vor gut 10 Jahren ein Heizwerk gebaut, mit dem wir uns, unsere Betriebe und die Nachbarn versorgen mit Wärme. Und jetzt vor gut 2 Jahren haben wir die Dächer auf Photovoltaik umgebaut. Das sind doch integrierte Systeme, die auch schön sind von der Optik her und die unsere Gebäude versorgen mit Strom und die auch unsere Fahrzeuge versorgen mit Strom. Und hier ist dein Auto, du weißt eh, die Sonne tankt uns da fast gratis. Also quasi die ganze Flotte für euch auch versorgt sozusagen. Ja, wir haben die gesamte Fahrzeugflotte, die irgendwie gegangen ist, auf Elektromobilität umgestellt und schauen einfach, dass wir auf die Art und Weise wirklich alles mit erneuerbarer Energie machen, was irgendwie geht. Ja, ich höre auch gerade die Schafe rennen schon fest mit. Gell? Ja, ja. Das, glaube ich, zeigt auch, was für eine Qualität da dahinter ist. Also Auslauf haben sie ja genügend. Gell? Also das ist sicher ein Qualitätsmerkmal, oder? Ja, uns ist wichtig, dass die Viecher gut geht. Also das Tierwohl ist für uns sehr groß geschrieben. Wir wollen, dass da einfach eine ordentliche Weide haben, die einer gut schmeckt. Die schmecken wir ja dann auch entsprechend im Käse. Uns ist wichtig, eben zum einen die Weide, zum zweiten ordentliche Melkhygiene und dann eine feine, saubere Verarbeitung. Das macht zum Schluss einen Käse, wo wir sagen müssen, vom Feinsten. Und den nehmen wir dann als Grundlage und verfeinern den mit Kräutern, mit Salz. Und so einen Schafsfrischkäse, den hole ich mir jetzt gleich bei dir vorne in der Wolke 7, weil den brauche ich nämlich noch. Genau, wir haben ihn heute frisch gemacht, passt genau. Ich sitze jetzt da auf der Seeterrasse vom Erlebnisquartier. Das ist übrigens auch die Talstation von der Schafbergbahn, gleich gegenüber von der Anlegestelle, wo wir halt mit dem Schiff fahren. Und da werden wir übrigens heute auch kochen. Aber ich trinke jetzt noch meinen Cappuccino fertig. Ja, hi Markus, bist du eh schon da? Super. Hallo, grüß dich. Du, haben wir schon Stress, oder? Ja, also wir müssen jetzt aufs Schiff gehen für die Gäste kochen. Also heute geht's rund. Sehr gut, Schafskäse habe ich mit. Perfekt. Nehmen wir gleich rein. Einen Schluck noch von meinem Cappuccino. Perfekt. Mhm. Gehen wir los. Schau Markus, das ist unser Reich am Schiff. Da ja, machen wunderbar. Wir heute Cannabis für unsere Gäste. Wir fangen an mit einem Schaffrischkäse vom Eisleben. Den dressieren wir dann in ein Chicory-Blatt und als Wüst kannst du das schon alles vorbereiten. Du teilst mir einfach ein, du sagst mir, was ich mache. Jetzt ist ja das am Schiff natürlich platzmäßig nicht so einfach. Gell? Wie macht ihr das dann, wenn es um große Mengen geht? Wenn wir größere Veranstaltungen am Schiff haben oder Hochzeiten, wird das vorgefertigt in unserer Hauptküche natürlich und gefinisht dann nur noch am Schiff herum. Also kleine Tätigkeiten, genau. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip gleich schon mit Fertigmachen loslegen. Genau, eigentlich können wir mit Zusammenbauen anfangen. Da haben wir den Schaffrischkäse, den kannst du mir gleich mal auspacken, bitte.
Schafmilch nutzt man schon lange als Nahrungsmittel. Es gibt Hinweise darauf, dass schon 3000 vor Christus im alten Ägypten mit Schafen Milchwirtschaft betrieben worden ist. Und in der Schafmilch ist ein wesentlich höherer Eiweiß- und Fettanteil als in der Kuhmilch enthalten. Vor allem die Aminosäure Glutamin ist zu einem hohen Anteil enthalten und das ist wiederum super für unser Immunsystem. Der hohe Fettanteil, der ist überhaupt nicht schlimm, weil der besteht aus wertvollen Omega-3-Fettsäuren und ungesättigten Fettsäuren. Der Vitamin- und Fettgehalt ist nicht nur von der Fütterung abhängig, sondern auch von der Rasse. In der Schafmilch sind auch ganz viele Mineralstoffe enthalten, wie Calcium, Magnesium oder Phosphor. Aber auch das fettlösliche Vitamin A, toll für unsere Schleimhäute, aber auch für unsere Knochen und für die Augengesundheit. Vitamin E, ein ganz toller Zellschutz, aber auch Vitamin B12 ist enthalten, wichtig für unseren Energiestoffwechsel. Und das Vitamin B2, das ist auch sehr wertvoll für die Unterstützung der Zellfunktion. Schafmilch kann man als Joghurt oder auch Eis genießen. Genauso wird aber auch gereifter Käse oder Frischkäse daraus hergestellt. Und was macht jetzt den Schafkäse für dich so besonders, dass du den verwendest? Also erst natürlich, weil er regional ist und weil man regional beziehen kann. Dann als zweite die Qualität vom Schafkäse selber. Also das ist einfach ein wunderschönes Gericht, ein wunderschönes Produkt. Und wir haben das auf der Speisekarte auch drauf. Als Vorspeise, als Tapas-Variation verwendet man mir sehr gern und natürlich für Cannabis, für Hochzeiten und Veranstaltungen. Und den quasi, wenn der jetzt aufgerührt ist, dann dressieren wir den in die Chicorée-Blätter? Ganz genau. Also da tun wir jetzt gar nichts würzen, auch nicht, weil da ist ein bestes Olivenöl und Thymian schon drinnen. Das heißt, wir führen den einfach in einen Spritzsack dann ab und dann in die Chicorée-Blätter eindressieren. Und als Garnitur können wir dann auf, da entweder frische Feige oder Erdbeer. Die Erdbeere gehört zu den Rosengewächsen. Und wenn man von einer Beere spricht, dann ist das eigentlich nicht richtig. Sie gehört nämlich zu den Sammelnüssen. Die kleinen gelben Kügelchen da drauf, das sind die Nüsse. Und das Rote ist die Scheinfrucht. Und die Erdbeere, die hat ganz viel Wasser. Sie besteht zu 90% aus Wasser, lässt somit unseren Blutzucker nicht stark ansteigen und wirkt auch regulierend auf unseren Hunger. In der Erdbeere sind Polyphenole und Anthocyane enthalten, die haben eine antioxidative Wirkung, was super ist für unser Immunsystem, soll aber auch regulierend auf unseren Blutdruck und für unsere Herzgesundheit sein. Ebenso sind auch Mineralstoffe und Vitamin C enthalten. Auch das Folat, das ist das Vitamin B9, das wirkt blutbildend. Die Erdbeere schmeckt super in Kombination mit Milchprodukten. Man kann aber auch Kompott, Marmelade oder Püree daraus zubereiten. In jedem Fall ist es eine super tolle, sommerliche, erfrischende, gesunde Nascherei. Also mit den Erdbeeren schaut das jetzt richtig frisch aus. Eigentlich zum Einbeißen, aber das ist ja nicht nur das Erste jetzt. Gell? Das ist jetzt der erste Gang, genau. Den haben wir jetzt gleich zur Seite, dass wir gleich weitermachen können. Auf die Seite. Schau Markus, das ist unser nächster Gang. Der Fisch ist heute in der Früh noch geschwommen im Wolfgangsee. Da machen wir jetzt eine Wolfgangsee-Fischpraline. Das tun wir dann die Haut abziehen, dann wir es kurz hacken oder verschieren. Dann wir es mit Salz, Pfeffer, Käse und Dill würzen. Ah, Dill, super. Dill finde ich ganz spannend, weil es wird viel zu wenig hergenommen und ist aber eigentlich echt ein tolles Kreativ. Ja, und es passt super eben zum Fisch dazu. Der Dill gehört zu den Doldenblütlern und kommt ursprünglich aus Südostasien. Über den Mittelmeerraum hat es dann auch zu uns geschafft und selbst im Mittelalter ist er schon in den Klostergärten angebaut worden. In den Blättern sind Ölgänge und in denen werden die ätherischen Öle gespeichert. Das sind sogenannte Carminativa und die haben für unseren Darm und für unseren Magen eine entkrampfende Wirkung, wirken auch gegen Bakterien. Außerdem wirkt er nur gegen Blähungen, wirkt appetitanregend, harntreibend, aber er wirkt auch beruhigend und fördert unseren Schlaf. Es sind aber auch Harze enthalten, Gerbstoffe und Vitamin C. Man kann zum Beispiel aus dem Dillkraut auch einen Tee machen und ihn gurgeln gegen Halsschmerzen. Wir verwenden den Dill ja ganz gern als Würzkraut, zum Beispiel in Kombination mit Gurke, Zucchini oder auch mit Fisch. Man kann ihn aber auch mit den Samen und das Kraut in Essig einlegen. Man kann auch Salz draus machen, man kann aber auch Butter draus machen. Und so kann man sich den sommerlichen Geschmack auch in die kalten Wintermonate holen. Die gehackte Dille kommt dann zum Fisch dazu. Das darf man dann einfach unterrühren. Ja. Und da machen wir jetzt so Pralinen in der Größe. Mhm. Genau, dann nehmen wir das einfach. Ja gut, können wir gleich mit einsteigen, oder? Was braucht ihr normalerweise so an Mengen? Heute machen wir
Nicht so viel, letztes Mal haben wir gemacht knapp 1000 Stück. Also. Ja, das ist einmal ein bisschen was, gell? Aber wenn ich mir das anschaue, dann können wir das nächste Mal gleich helfen kommen. Ha? Dann schön, gell? Super, also ja, wie gelernt. Den kann man auch super vorbereiten natürlich. Wir werden es dann bei Heißluft, bei 190 Grad, 5-6 Minuten auspacken. Und wir richten das ja dann auch wieder so in Fingerfood-Größe, ein bisschen spezieller an, oder? Ganz genau, wir haben uns da was überlegt. Und zwar, wir haben eine Tomatenreduktion gemacht, in ein Pipetten abgefüllt dann. Das gibt es dann dazu zur Fischpraline. Ja. Angerichtet wird es dann auf einen Tomatenragout. Da kommt die Fischpraline drauf und oben drauf steckt man dann die Tomatenessenz rein. Das ist sehr cool. Das schaut jetzt auch schon richtig gut aus und ich bin echt schon gespannt, was die Gäste dazu sagen. So, und jetzt fehlt uns aber eigentlich nur ein drittes, gell? Genau, unser dritter Gang ist ein Beef Tartare im Glas mit einem Brotchip. Wir verwenden da einen Salzkammergoldstier. Wir verwenden einen Rücken, der wird dann abgehackt für die Beef Tartare Marinade. Da ist drinnen Zwiebel, Kapern, Sardellen, Dijon-Senf, Ketchup. Ein bisschen Tabasco da mal rein, Salz, Pfeffer. Das wird dann einfach abgerührt, durchgemischt. Frische Kräuter da mal rein und dann einfach im Glas abgefüllt. Dann jetzt für die Deko den Brotchip, gell? Genau, das können wir richtig schön aufstellen. So richtig aufstellen. Genau, perfekt. Anlehnen. Super. So, jetzt haben wir unser Tableau fertig. Genau. Löffel brauchen wir noch. Löffel brauchen wir noch. Und dann sind wir eigentlich fertig. Können wir eigentlich losstarten. Passt, dann werde ich das jetzt unsere Gäste einmal kredenzen. Ich darf euch ein paar kleine Häppchen kredenzen. Dankeschön, das ist aber nett. Bitte schön, gerne was runternehmen. Schaut ja köstlich aus. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und für Helene mit der Erdbeere. Also Mario, ich glaube, das ist eine super Gelungenheit. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann da klicken.